Der Klett-Cotta-Block ist heute bei der Welt und wir sind bei Herrn Sven Felix Kellerhoff. Guten Tag, Herr Kellerhoff. Guten Tag. Das ist ja schon nicht das erste Interview. Wir sind ja sozusagen schon alte Bekannte, nicht? In der Tat. Ich glaube, es gibt schon ein Video-Interview von mir bei Ihnen auf dem Blog. Und ich habe das Buch über meinen Kampf von Ihnen besprochen. Über meinen Kampf. Und das Buch über die NSDAP. Und jetzt ist das Buch erschienen, das ist ein normales Pogrom, November 38 in einem deutschen Dorf. Ich blende die Titel dann einfach hier ein. Und ich habe dazu den Lesebericht auf dem Blog geschrieben. Unser Blogprinzip ist ja Lesebericht und dann, wenn wir Glück haben, nachgefragt. Und deshalb danke ich Ihnen für den Empfang bei Ihnen. Sehr gerne. Herr Kellerhoff, Sie haben, die ganze Geschichte fing an mit drei Bildern von dem Demütigungsmarsch, den Sie gefunden haben. Was war an diesen Bildern so besonders? Besonders an diesen Bildern, die mir Dr. Ulrich Baumann vom Holocaust-Mahnmal hier in Berlin mal irgendwann vor ziemlich genau 10 Jahren in die Hände gedrückt hat, ist, dass es Bilder von den konkreten Ereignissen am 9. und vor allem am 10. November 1938 eigentlich sonst nicht gibt. Es gibt viele Bilder von Geschäften mit eingeschlagenen Scheiben. Es gibt viele Bilder von Mobiliar aus jüdischen Wohnungen, das auf die Straßen hinuntergeworfen worden ist. Es gibt ein paar Bilder von Synagogen, die brennen. Aber Bilder, auf denen man die Opfer selber sieht und vor allem die Täter und noch dazu Zuschauer, die feixen, die grinsen, die sich freuen, die das lustig finden, was den Menschen angetan wird. Solche Bilder gibt es extrem selten und waren diese drei Bilder aus Guntersblum tatsächlich der Anstoßpunkt, das dann mal etwas breiter zu recherchieren. Und der Historiker muss sich ja dann ganz besonders, also über das Ereignis kann man sich nicht freuen, aber über die Archivarbeit kann man sich freuen, über die Ergebnisse, wenn man die Person identifizieren kann da drauf. Ganz genau. Das Besondere ist, dass man individuelle Schicksale recherchieren kann. Also auf jeden Fall den Menschen, die da drauf sind, auf diesen Bildern, ihre Namen zurückgeben kann, ihre Schicksale, ihre Erlebnisse ein Stück weit, auch das, was später daraus geworden ist. 2 von den 6 Männern, die auf diesen Bildern durch den Ort getrieben werden, haben überlebt. Heißt aber auch, 4 haben nicht überlebt, sind im Holocaust zugrunde gegangen. Und da hat mir dann sozusagen mit den Namen plötzlich die Anknüpfungspunkte, zum Beispiel in Wiedergutmachungsakten nachzuschauen. Und eben auch, was die Täter angeht, konnten wir in NSDAP-Akten nachschauen, wobei in diesem Fall wir ist übertrieben, denn dieses Buch ist ein Buch, das ich ohne Team geschrieben habe. Das habe ich wirklich alles selber im Archiv recherchiert, in Speyer, in Koblenz, in Berlin und digital vermittelt, auch in New York, denn manche Bestände gibt es nur im Leo Beck-Institut in New York, aber die sind glücklicherweise inzwischen digital zugänglich, wenn man sich anmeldet. Ich habe in meinem Pressedienst Twitter auch geschrieben, dass dieses Buch eigentlich auch eine Pflichtlektüre für meine beiden Geschichtskurse, also meine beiden virtuellen Geschichtskurse ist. Können Sie in einem Beispiel mal sagen, wie Sie im Archiv gearbeitet haben, wie Sie an einem Beispiel, wie Sie dort Dinge gefunden haben? Zum Beispiel war der Versuch herauszufinden, was genau am 10. November 1938 passiert ist. Und dann konnte man zunächst im Archiv in Speyer finden ungefähr 50 Berichte, die 1938 aufgenommen worden sind von der örtlichen Gendarmerie. Und damals war natürlich die Tendenz, dass die Leute befragt wurden, nicht darüber, was sozusagen gewünscht war, nämlich Juden zu demütigen, sondern darüber, was nicht erlaubt war, nämlich Judeneigentum zu plündern. Ein paar Jahre später, 45, 46, 47, teilweise auch noch 48, gibt es von teilweise denselben Leuten Aussagen darüber, was an diesem Tag passiert ist. Aber diesmal ist die Tendenz eine andere. Diesmal versuchen sie natürlich auch ihre grundsätzliche Beteiligung an diesem Pogrom klein zu reden. Und das ist sehr spannend. Die konnten ja nicht wissen, dass die Gendarmerieakten noch existieren. Und wenn man das nebeneinander legt, ist das hochgradig spannend. Solche Vergleiche sind dann möglich, wenn man sich dann die Frage der Schuld oder der Verantwortung für den Beginn dieses Demütigungsmarsches stellt, muss man natürlich auch in den Entnazifizierungsakten nachschauen. Und dann kommen noch hinzu weitere Aussagen aus den folgenden Jahrzehnten und einige wenige Aussagen, ein Dutzend vielleicht, aus 2009 bis 2012, als also wirklich alte Leute, inzwischen alte Leute, gefragt wurden über ihre Erinnerungen. Und da sind dann auch teilweise dramatische Szenen beschrieben worden, die ich auch in meinem Buch dann abbilde. Der Titel
ein normales Pogrom. Das kommt auch an verschiedenen anderen Stellen im Buch vor. Darf man sowas eigentlich sagen? Ein ganz normales Pogrom darf man natürlich sagen. Man darf in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik nahezu alles sagen. Es ist ganz entscheidend, dass man diesen Titel sozusagen als das versteht, was er ist, nämlich als eine bewusste Setzung von Wörtern. Natürlich kann ein Pogrom niemals ganz normal sein. Aber gerade aus dieser Contradictio in adjecto kommt ja diese besondere Brisanz des Titels. Und deshalb habe ich sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir bei diesem Buch tatsächlich an diesem Titel festhalten. Und im Gegensatz zu früheren Büchern, die ich bei Klett-Cotta gemacht habe, haben wir auch in diesem Fall den Titel von Anfang an in den Vertrag hineingeschrieben. Und es war dann auch mit den Kollegen des Lektorats von Klett-Cotta und mit der Geschäftsführung nie eine irgendwie geartete Diskussion oder eine Frage, ob wir das anders benennen wollen, denn auch die Kollegen und Kolleginnen haben erkannt, dass das für dieses Projekt absolut der richtige Titel ist. Wenn Schüler mich fragen würden, wieso normal, und ich denen sagen würde, ein Pogrom wie in vielen anderen Dörfern und Städten auch, ist das ein bisschen Schlüssel dazu? Das ist der Schlüssel dazu. Es gibt ungefähr 1000 Kommunen von Reichshauptstadt Berlin bis zu Bayern mit 80, 90 Einwohnern und genau einem Juden. Ungefähr 1000 Kommunen, es mögen 1100 sein, es mögen 1150 sein. Das ist heutzutage nicht mehr genau nachvollziehbar, weil man sich sehr tief in die verschiedenen Gemeindereformen einarbeiten müsste. Aber wir können ungefähr sagen, mindestens in 1000 Kommunen ist so etwas geschehen. In Städten natürlich sozusagen öfter, weil die Städte einfach größer sind, aber in Dörfern, gerade wie Guntersblum, damals 2600 Einwohner und 50 Juden davon, ist es natürlich noch viel brisanter, denn dort kennt wirklich jeder jeden. In Guntersblum weiß jeder, nach Nazi-Jargon, arische Einwohner, wo die Juden leben, welche Geschäfte den Juden gehören. Das ist 1938 in einer Stadt wie Berlin oder auch Hamburg oder Düsseldorf noch überhaupt nicht so. Der Judenstern wird ja im September 1941 eingeführt. Bis dahin gibt es, außer bei Geschäften, keine von den Nazis betriebene öffentliche Stigmatisierung der Menschen, der als jüdisch diffamierten Menschen. Und deshalb ist es so wichtig, in der Provinz, wo sich alle kennen, ist der Druck noch sehr viel höher. Man sieht das auch daran, dass ab 1933 oder teilweise sogar schon vorher, als in bestimmten Regionen ja die Nazis bereits ein großes gesellschaftliches Gewicht gewonnen hatten, immer mehr Juden vom Lande in die großen Städte fliehen. Es ist die jüdische Landflucht. Das ist in der Forschung so ein stehender Begriff. Das liegt daran, dass man in der Stadt tendenziell anonymer ist, wenn man zuzieht und nicht sofort von jedem Passanten auf der Straße als Jude erkannt wird. Das ist bei den Menschen, die in Guntersblum geblieben sind, so. Die sind nicht, durften nichts mehr einkaufen. Die wurden auf den Straßen angerempelt, angespuckt, auch schon vor 1938. Und das ist alles dokumentiert durch Aussagen von einigen dieser 50, einigen, die überlebt haben, durch Tagebucheinträge, durch ein Tonband, das ein junges Mädchen, das in Guntersblum die ersten 10, 15 Lebensjahre verbracht hat und auch überlebt hat, nach Nazi-Jargon eine Halbjüdin, dass diese Frau dann 1982 aufgenommen hat, dieses Tonband. Nicht? Frau Huhn, ja. Erika Huhn. Ja, Erika Huhn. Wann begann in Guntersblum so die ersten Manifestationen dieses Antisemitismus, der zu diesen grausamen Ereignissen geführt hat? Vor 1933 begannen die. Die begannen in dem Moment, in dem die örtlichen Nationalsozialisten das Gefühl hatten, Oberwasser zu bekommen und in denen sozusagen die Behörden nicht mehr intensiv gegengesteuert haben. Natürlich ist auch da der 30. Januar 1933 eine Zäsur. Da wird es dann wirklich staatliche Politik, Juden zu diffamieren, zu diskriminieren und auch zu diskreditieren. Aber auch vorher schon nimmt das deutlich zu. Wir haben also aus den 20er Jahren schon eine Reihe von Beispielen, dass sich auch einfach die örtliche Polizei nicht wirklich
drum gekümmert hat, was mit Juden geschieht. Das ist nicht so extrem wie in München 1920/21, als ja der Polizeipräsident Ernst Pöhner ein Nationalsozialist war und natürlich die NSDAP nicht verfolgt hat. So extrem ist es in Guntersblum nicht. Aber ab 1933 sind die jüdischen Menschen in relativ schnellen, veränderten Stufen rechtlos geworden, vogelfrei, wie ich sage. In welchem Moment oder in welchen Umständen haben Sie gemerkt, dass die soziale Struktur von Guntersblum so gut nachzuzeichnen ist? Das war auch ein weiterer Glücksfall, der dazu führt, dass man Guntersblum so wunderbar als Exempel benutzen kann. Diese Stadt hat oder dieser Ort hat eine 1100-jährige Geschichte und eine relativ rührige Gruppe von Lokalhistorikern, die sich interessanterweise sehr lange nicht für die Ereignisse des Pogroms und des Antisemitismus interessiert haben, aber für sehr viele andere Aspekte. Und es gibt zum Beispiel einen sehr, sehr guten Heimatforscher, Volker Sonneck, der in einer mustergültigen Art und Weise die örtliche Lokalzeitung, die Landskrone, ausgewertet hat. Und diese Zeitung Landskrone in der Auswertung von Herrn Sonneck stand mir zur Verfügung und ist natürlich geeignet, das tatsächliche Leben im Alltag in diesem Ort nachzuvollziehen. Da sind Berichte über Vereine, Vereinssitzungen, über Ernten, über Ernteprobleme, über die beinahe Pleite der Kommune, als die Sporthalle deutlich teurer wird und plötzlich in der Wirtschaftskrise 1930 das Geld fehlt. Solche Sachen sind da drin. Dann kommt hinzu, dass es offensichtlich mal in Rheinland-Pfalz und in Hessen Arbeitsbeschaffungsprogramme für seinerzeit arbeitslose Wissenschaftler gab, die in enorm dicken Bänden, die wahrscheinlich außer mir noch nie jemand angeguckt hat, soziale Daten gesammelt haben zu Guntersblum, natürlich nicht nur zu Guntersblum selbst, sondern zu ganz Rheinhessen. Dann gibt es einige Dissertationen zum Thema Rheinhessen, die auch wahrscheinlich in einer Auflage von 300 Stück gedruckt worden sind und in den Bibliotheken vergammeln, obwohl es gute Bücher sind. Der Unterschied meines Buches ist natürlich, es ist hoffentlich auch ein gutes Buch, aber es ist vor allem lesbar geschrieben. Das kann man von all diesen anderen Werken nicht sagen. Das ist auch nicht die primäre Intention der Autoren gewesen. Und ich stehe auf den Schultern dieser Autoren, die viel Grundlagenforschung betrieben haben, es aber nicht darstellen konnten, weil es einfach nicht ihr Genre ist, so etwas darzustellen. Und deshalb kann ich darauf aufbauen und dann mit meinen eigenen Quellen recherchen, die auch sehr intensiv waren, die auch 2 Jahre gedauert haben für das Buch, sozusagen das nutzen und weiterentwickeln. Wie gelang es der NSDAP, in Guntersblum Fuß zu fassen? Das war ja eigentlich ein Auf und Ab, ein bisschen Zustimmung, dann wieder weniger, und es ging ja wellenförmig. Aber wie waren die Voraussetzungen, was waren die Anknüpfungspunkte für den Erfolg, späteren Erfolg in Guntersblum? Nun ist Guntersblum ja linksrheinisch und damit war es ab 1919, nämlich bis 1930, französisch besetzt. Und das hat natürlich bei den in Deutschland ja sowieso nach dem Ersten Weltkrieg und unter anderem oder vor allem wegen des Versailler Friedensvertrages hochschlagenden Gefühlen, negativen Gefühlen gegenüber den Siegermächten, dazu geführt, dass nationalistische Positionen sozusagen im Vorteil waren. Und das führt dann, als die Partei ab 1925, die NSDAP ab 1925, von ganz wenigen einzelnen Aktivisten in Guntersblum und in benachbarten Orten sozusagen vertreten wird, dazu, dass relativ schnell auch überdurchschnittliche Werte, gerade in diesen ehemals oder noch besetzten Gebieten, sind. Bis 1930 hat die französische Sûreté, die zuständig ist für die politische Überwachung der besetzten Gebiete, noch einen Daumen drauf. Mit dem Abzug der Franzosen 1930 ändert sich das und das fällt, das ist eher ein Zufall, zusammen mit dem Erdrutsch der NSDAP im gesamten Reich im September 1930 und fortan ist da kein Halten mehr. Also wenn man sich die genau bis auf die letzte Stimme überlieferten Wahlergebnisse anschaut, ist das erschreckend. Guntersblum ist schon vor 1933 zu deutlich mehr als 50% braun bei manchen Abstimmungen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Täter und die Opfer bekannt sind. Was hat das für Auswirkungen gehabt auf Ihr Buch? Wenn Sie die Namen kannten, schreibt man ja manchmal in der Geschichte etwas anders als nur die Umstände, weil man die persönlichen Daten genau hat.
Wie sind Sie damit umgegangen? Also für die Recherche war es enorm wichtig, die genauen Namen zu kennen. Für das Buch hinterher musste ich alle Namen von Menschen, die nach 1918 geboren waren, das ist ja das Erscheinungsdatum 2018, 100 Jahre danach sind sozusagen Persönlichkeitsrechte, 100 Jahre nach dem Geburt sind Persönlichkeitsrechte ausgesetzt nach rheinland-pfälzischem Archivgesetz. Aber alle Personen, die nach 1919 geboren worden sind oder alle Personen, die nicht NSDAP-Funktionäre waren oder die nicht führend an diesen Ausschreitungen beteiligt waren, mussten anonymisiert werden. Das heißt, in unserem Fall, nach Rücksprache mit dem Lektorat von Klett-Cotta, habe ich sie pseudonymisiert, habe also die echten Namen ersetzt durch immer wieder die gleichen Pseudonyme, sodass für den Leser es eigentlich keinen Unterschied macht. Er findet denselben Namen auch 20 Seiten später wieder und weiß, dass das die Person ist, die schon 20 Seiten zuvor dieses oder jenes getan hat. Die Guntersblumer selber, das habe ich jetzt gerade neulich bei einem Besuch im Ort wieder gemerkt, die wissen sowieso, jedenfalls die Klügeren, wer gemeint ist. Aber ich habe auf den letzten Buchstaben das rheinland-pfälzische Archivgesetz erfüllt und habe nichts in diesem Buch drinstehen, was von meiner Seite aus dazu führen könnte, dass man Menschen, deren Rechte noch geschützt sind, identifizieren könnte. In einem Fall musste ich sogar eine Berufsangabe ändern, zusätzlich zum Namen, weil es nämlich nur einen Meister, Handwerksmeister einer bestimmten Disziplin, und ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, welche Disziplin das ist, das darf ich nicht. Ich werde auch nicht fragen. Das darf ich Ihnen nicht sagen. Das musste ich ändern, da musste ich eine andere Disziplin reinschreiben, weil nämlich dessen Sohn derjenige war, der aus dem Haus, im Haus eines der verfolgten und gedemütigten Juden nicht nur die Fenster eingeschlagen hat, sondern mit einer Axt auch noch die Fensterkreuze aus den Fenstern herausgeschlagen hat, was dazu führt, dass also der Schaden nochmal maximiert wurde. Tatsächlich hat dieses Haus auch erst während des Zweiten Weltkriegs erst Platten und dann auch erst nach 1945 wieder Glas eingesetzt bekommen. Und es war natürlich dann über Jahre den Witterungsverhältnissen ausgesetzt und auch der Mensch, dem dieses Haus gehörte, ist ermordet worden. Sie gehen auch auf die Justiz nach 1945 ein. Sie erwähnen den Unterschied zwischen den Spruchkammern und den Gerichten und auch den Grundsatz, man darf nicht zweimal verurteilt werden. Nun, eigentlich sind es ja verschiedene Prozesse. Die Entnazifizierung war gedacht als eine Funktion der politischen Reinigung. Vor den Spruchkammern, die das entscheidende Instrument der Entnazifizierung waren, wurden keine Straftaten verhandelt. Es wurden zwar Strafen ausgesprochen, aber es waren politische Belastungen, die dort verhandelt wurden. Zusätzlich war auch 45 bis 49, teilweise auch 50, hört dann 51 auf, ordentliche Strafgerichte mit der Aufarbeitung von Taten wie Exzesstaten während des Pogroms 38 befasst. Und was dann sozusagen passiert ist, dass diese Phase der strafrechtlichen Aufarbeitung von Exzesstaten beim Pogrom um 1949 ausgelaufen ist. Ja. Zu diesem Zeitpunkt aber die eigentlichen Haupttäter oft noch in Internierung saßen oder gerade rausgekommen waren nach 3 Jahren Internierung und in der Entnazifizierung ihrerseits Strafen bekommen haben. Und dann hat man das sozusagen zusammengezogen, hat gesagt, die sind ja schon verurteilt, dann brauchen wir sie nicht wieder anzuklagen, nee, bis in idem, nicht zweimal in derselben Sache. Das ist ein grundsätzliches Missverständnis, das auch damals einigen aufgefallen ist, aber die Stimmung in der Bevölkerung war so, die sind bestraft, jetzt lasst es gut sein, ziehen wir einen Schlussstrich. Einen solchen Schlussstrich kann man natürlich nicht ziehen, weil Geschichte niemals vergeht, Vergangenheit vergeht niemals. Und irgendwann kommt sie zurück und muss aufgeklärt werden. Das Einzige, was Menschen auch folgender Generation frei macht, ist, wenn sie sich auseinandersetzen mit der Vergangenheit ihrer eigenen Gesellschaft, ihrer eigenen Familie. Wenn man das getan hat, wenn man aufgearbeitet hat nach den Regeln der Kunst, der Zunft in diesem Fall, dann befreit das. Ja.
erst das befreit. Verdrängen befreit niemals. Verdrängen wird immer irgendwann zurückkommen. Das kann auch noch ein oder zwei Generationen später sein. Wir hatten es mit den Auseinandersetzungen nach der Veröffentlichung meines Artikels über Guntersblum 2008. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch nie in Guntersblum gewesen. Ich bin zum ersten Mal 2011 inkognito hingefahren, 2012 dann offen. 2008 war ich nicht da, weil ich die Geschichte von hier aus, aus Berlin gemacht habe und ich brauchte auch nicht vor Ort zu sein, um diese eine Seite zu schreiben. Für ein Buch mit 248 Seiten ist das was anderes. Da ist ein Link im Lesebericht zu dem Artikel. Sehr gut. Und mit diesem Artikel löste ich also seinerzeit, was mir völlig unverständlich war, einen Aufruhr in dem Ort aus und es gab dann so Bezeichnungen, als wäre ich ein Nestbeschmutzer. Kann ich schon deshalb nicht sein, weil ich nicht aus dem Nest komme, Guntersblum. Aber es war eben noch, da merkte man, dass da noch Druck ist und es sind natürlich noch Menschen da gewesen, deren Eltern 38 aktiv gewesen waren. Es waren keine Menschen 2008 mehr am Leben, die tatsächlich aktiv beteiligt gewesen sind an den Pogrom-Ausschreitungen, aktiv in führender Hinsicht. Aber es sind natürlich sehr viele noch dabei gewesen als ganz alte Leute, die als Schulkinder damals schulfrei bekommen hatten. Und man sieht das auf den Fotos, diese sechs jüdischen Männer auf dem Demütigungsmarsch begleiten. Und die Schilderungen der beiden Überlegenen zeigen eben auch, sie sind dann von Kindern angespuckt worden, sie sind von Kindern mit Kieseln beworfen worden. Kinder haben ihnen Beine gestellt. Wir haben zum Teil auch die Namen. Und wir haben auch einen Zeitzeugen, der nach Nazi-Maßstäben ein Vierteljude war und deshalb sowieso natürlich sich zurückgehalten hat in der Dorfgemeinschaft. Und der hat erzählt, dass er den Marsch dieser sechs gedemütigten Menschen vom Wohnzimmerfenster aus hinter dem vorgezogenen Vorhang durch so einen kleinen Spalt beobachtet hat. Hans-Jakob Schmidt ist das. Und Hans-Jakob Schmidt sagt, heute jetzt nicht mehr, ist jetzt inzwischen sehr krank, aber hat noch 2012 sehr farbig und sehr intensiv darüber berichtet. Er war 10, als das Pogrom geschah, ungefähr. Und das ist natürlich auch eine wichtige Stimme. Und solche Sachen sind natürlich dann entscheidend, um so ein Buch mit Leben zu füllen. Denn ich sage es immer so, die Zahl 6 Millionen Holocaust-Tote kann sich kein Mensch vorstellen. Das geht nicht. Aber 6 Männer, von denen 4 ermordet worden sind im Holocaust, deren Biografien man kennt, von denen man Briefe hat, von denen man Fotos hat, und zwar nicht nur eines jeweils, sondern eine ganze Reihe, dann von den beiden Überlebenden Berichte. Das sind Schicksale, die man sich vorstellen kann. Und damit wird das lebendig. Natürlich ist das pars pro toto, selbstverständlich, anders geht es nicht. Aber es ist viel, viel lebendiger, es ist greifbarer und das ist es, was Menschen sozusagen eine Brücke ermöglicht in die Vergangenheit. Menschen interessieren sich für Menschen. Menschen interessieren sich nicht für Struktur. Menschen interessieren sich nicht für juristische Überlegungen oder so etwas. Menschen interessieren sich, normale Menschen interessieren sich für andere Menschen. Und nachvollziehbar wird das Schicksal, das wir normalerweise mit dem Begriff des Holocaust benennen, eben erst in individuellen Schicksalen. Deshalb hat das Tagebuch von Anne Frank, obwohl darin kein Wort vom Holocaust steht. Sie hat ja 2 Tage vor ihrer Festnahme aufgehört, in dieses Tagebuch hineinzuschreiben. Deshalb ist das so ein so wichtiges Dokument, weil hier ein Mädchen, das unter dem ständigen Druck steht, es darf nicht ertappt werden und wenn es ertappt wird, ist das das Ende, wie auch immer. Reflektiert über ihr Leben, über ihre Pubertät, über ihre Eltern. Das ist das, was den Erfolg und auch die Wichtigkeit dieses Dokuments ausmacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass mein Buch ein ganz normales Pogrom das Niveau von Anne Franks Tagebuch hat, das wäre übervermessen. Aber auch hier kann man sozusagen einzelne Schicksale nachvollziehen und wir wissen eben, wie mehrere oder eigentlich alle Familien, die im Holocaust zugrunde gegangen sind, wie sie deportiert worden sind, was ihre letzten Adressen waren, wie sie in Judenhäuser in Frankfurt zusammen gepresst worden sind, wie sie aus einem Gymnasium in Darmstadt
wo sie konzentriert worden sind, dann Gen Osten, wie das hieß, deportiert worden sind. Und dafür haben wir die Namen in den Listen mit den Geburtsdaten und dann heißt es in den Osten evakuiert. Hat sich der Widerstand in Guntersblum gelegt? Man muss sagen, dass Guntersblum nach 2008 vor allem durch die Rolle des Ortsbürgermeisters Rainer Schmidt, eines ehemaligen BKA-Beamten, der aber leider 2015 schlagartig verstorben ist, sehr, sehr gebessert hat. Es gibt seit 2011 dort Stolpersteine für die jüdischen Menschen. Es war jetzt, als ich wieder da war, eine sehr offene, sehr interessierte Atmosphäre. Als ich 2012 da war, hat das gerade umgeschlagen und durch ein oder zwei öffentliche Auftritte ist das, glaube ich, auch ein bisschen von mir angefeuert worden. Und ich werde auch jetzt im Herbst, wir haben noch keine genauen Termine, nach Guntersblum fahren und dort für ein oder zwei Lesungen zur Verfügung stehen und die Leute, die dort vor Ort seit einigen Jahren diese wichtige Arbeit mit Stolpersteinen machen, unterstützen. Die haben auch Akten bekommen, die haben auch Buchexemplare bekommen, damit sie so stark wie möglich vor Ort das fortsetzen können. Und das sind Menschen, die das sehr, sehr engagiert machen und ich kann sie nur mit allem, was ich tun kann, unterstützen. Ja. Vielen Dank, Herr Kellerhoff. Sehr gerne.